Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich euch, meine Damen und Herren. Ein herzliches Willkommen hier zu diesem neuen Video. Und das Set, was wir uns heute mal ein wenig genauer anschauen wollen, hat die Setnummer 75892 und ist der McLaren Senna. Das Set ist Anfang 2019 erschienen, kommt mit einer Minifigur und kostet 14,99 €. Die Speed Champions Reihe an sich ist ja schon eine Weile auf dem Markt. Und was mich daran persönlich immer sehr gefreut hat, ist, dass sie wirklich realistische Autos gebaut haben, auch mit der Nutzung von sehr vielen Bautechniken, die ich sehr cool finde und auch die neu waren dann zu der Zeit. Was mich allerdings gestört hat an denen war immer und ist auch heute noch, dass einfach unfassbar viele Sticker verbaut sind. In diesem Set, dem McLaren Senna, habe ich die Sticker heute einfach mal weggelassen, habe die wirklich noch auf meinem originalen Bogen hier drauf und wir werden uns das Set heute einfach mal ohne Sticker anschauen und mal gucken, ob das jetzt überhaupt seinen Preis wert ist, auch ohne die Sticker. An dem Punkt sei noch einmal gesagt, dass ich es nicht kritisiere, dass hier so viele Sticker drin sind. Ich bin einfach nur kein Sticker-Freund. Ich denke, viele dieser Details hätte man einfach nicht anders hinbekommen können. Ich denke auch, viele dieser Details, die sind einfach wichtig und die muss man da reinbringen und anders als mit Stickern hätte man das nicht machen können. Dennoch, wie gesagt, bin ich einfach kein Sticker-Fan und habe sie heute einfach nicht angebracht, einfach aus meiner persönlichen Lust und Laune. So, jetzt schauen wir uns dieses Set einfach mal an. Ich würde sagen, wir beginnen mit der Minifigur an sich. Die hat ja auch keine Sticker, die irgendwie stören würden. Und ich rolle das Auto mal hinten zur Seite. Allein die Minifigur ist schon unfassbar cool. Ich finde dieses Auto toll und darauf werde ich später auch nochmal zu sprechen kommen. Das ist eine unfassbar schöne Minifigur. Wir haben endlich mal wieder einen Clear-Glas-Helm. Visier, so heißt das Ding. Finde ich schön. Normalen Racing-Helmet in Schwarz, das normale, typische, lächelnde Smiley-Gesicht, was wir öfter mal bekommen in letzter Zeit. Auch keine Rückseitenbedruckung oder so weiter. Dafür ist dieses Outfit ist so klasse. Das ist so toll. Es spiegelt an einigen Stellen mit so einer silbernen Farbe. Wir sehen das hier unten auch mit dem Gitter, was da auf seinen Beinen dargestellt ist. Schön finde ich auch, dass das wirklich komplett übergeht. In der Mitte ist es ein bisschen versetzt. Gut, das lässt sich gerade noch so überleben. Ansonsten auch hier in der Mitte, hier haben wir silberne Details, hier oben an den Schultern. Dann haben wir hier dieses tolle McLaren-Logo. Und auf der Rückseite sehen wir auch noch Pirelli hier als kleines Logo. Und darüber nochmal McLaren und Senna darunter. Das finde ich einfach unfassbar schön und sie haben mir sehr viel Liebe ins Detail mit reingebracht. Das Ganze ist geprintet auf normale Dark Bluish Grey Steine, also Torsi und halt dann eben die Beine. Finde ich sehr, sehr schön und das gibt dem Ganzen nochmal einen unfassbar edlen Look und alleine für die Minifigur finde ich dieses Set sehr, sehr, sehr klasse. Mit dabei haben wir auch noch eine kleine Windturbine, die ist jetzt nichts allzu Spezielles. Man kann da auch übrigens gegenpusten, das mache ich jetzt mal nicht. Sieht schön aus hier mit diesem Curve. Finde ich toll. Ist auch hier schön rund und so weiter. Ist halt relativ klein. Es soll wahrscheinlich diesen Windkanal darstellen, wo jedes Auto sich erstmal beweisen muss, ob es dem Wind standhält oder ob es irgendwo zu unaerodynamisch ist. Aber gut, das ist ganz schön. Und mit dabei haben wir auch noch als Minifigure Accessory so einen kleinen Schraubenschlüssel. Ja, kann man auch mit dabei legen. Der hat aber auch noch ein kleines, einen ganz bestimmten Zweck. Und da komme ich auch später nochmal drauf zu sprechen. Jetzt schauen wir uns erst einmal das Auto an sich an. Ich hau mal eben ganz kurz alles zur Seite. Ja, das Auto an sich ist wirklich, wirklich schön. Da habe ich ja auch eben schon gesagt, ich komme nochmal drauf zu sprechen. Das Auto ist, finde ich, eins der wunderschönsten Sets, die rausgekommen sind in den letzten Jahren. Und seit ich es gebaut habe, seit ich es in der Hand habe, wird es mir immer sympathischer. Ich gucke das an und ich finde das einfach top. Es ist schön, es läuft spitz vorne zu, es ist einfach dünn, es ist klein, schmal, es ist einfach die perfekte Abbildung eines Supercars. Ich habe das ja in meinem Haul schon erwähnt, ich finde das einfach toll und das Bauen hat unfassbar viel Spaß gemacht. Ich komme mal auf ein paar Bautechniken zu sprechen, genauer gesagt eine bestimmte Bautechnik, die mich hier sehr fasziniert hat, als ich das aufgebaut habe. Und zwar, wenn wir dieses Cockpit einmal abnehmen und hier hinten ein paar Steine entfernen, können wir eine bestimmte Sache sehen. Und zwar wurde eine bestimmte Bautechnik benutzt, die ich so noch nie gesehen habe. Und zwar befindet sich hier unten drin eine Windschutzscheibe, so eine normale, die normalerweise dann immer für hinten oder so genutzt wird. So, wisst ihr, so ganz schön als Rückscheibe oder so für normale Autos, befindet sich einmal komplett gedreht, also upside down, und dann wird sich einfach reingelegt quasi. Also unten befindet sich ein Teil drin, hier drauf befindet sich ein Teil und das wird hier einfach raufgelegt. Gesichert wird das Ganze dann hier durch ein paar Steine, die da noch drauf gesteckt werden und dann halt durch die Windschutzscheibe. Und das
Ist unfassbar klasse. Dadurch haben wir hier unten die Möglichkeit, halt ein bisschen Glas zu bekommen. Eigentlich gehört da auch noch ein Sticker ran. Und das ist auch der einzige Punkt, wo ich persönlich sagen muss, fehlt mir der Sticker. Da kann man jetzt einfach so durchgucken. Normalerweise gehört da einer von denen hier ran. Das heißt, man hat wirklich nur dieses Teil, was hier weiß aussieht, ist halt durchsichtig. Da kann man durchgucken. Das ist wie beim Original auch. Hat man nur so ein kleines Fenster anstelle von wirklich sowas Großem. Aber gut, ich finde, das lässt sich tatsächlich überleben. Aber ansonsten, ich finde es einfach toll. Ich finde auch diese Bautechnik toll. Ich finde, dieses ganze Set ist toll. Und ich kann es auf jeden Fall empfehlen. Wir schauen uns jetzt aber erstmal so ein paar wirklich coole Details an, die mir halt noch aufgefallen sind. Von vorne sieht das so schön aggressiv aus. Das finde ich toll. Finde ich klasse. Ansonsten an den Seiten. Die Felgen lassen sich austauschen. Wir haben noch ein anderes Paar an Felgen mit dabei. Dazu zum Austauschen nimmt man einfach den Reifen ab. Der ist jetzt ganz schön schmutzig, fällt mir gerade auf. Und jetzt kommen wir wieder auf unseren tollen Schraubenschlüssel zu sprechen. Den kann man nämlich nun benutzen, um das Ganze hier rauszuhebeln. Einfach hier reinstecken und so, plüm. Und schon ist sie raus. Das sind die Felgen. Kann man austauschen. Es gibt noch ein zweites Paar mit dabei. Die sehen dann so aus, nur im Vergleich. Kann man kurz daneben halten. Ich persönlich fand die linken einfach schöner. Deswegen sind die bei mir angebaut. Und deswegen habe ich die hier auch dran. Ich glaube, das sind tatsächlich auch die, die auf der Box genutzt wurden. Oder auf der Bauanleitung. Oder in der Bauanleitung sogar. Um das darzustellen. Finde ich sehr, sehr schön. Zum Overall Look. Ich will jetzt gar nicht zu viel sagen, weil viel zu viel kann man nicht reviewen, weil da ist nicht zu viel, weil das ist halt immer noch ein Auto, man hat keine vielen Funktionen oder so. Es ist cool. Es ist einfach schön und ich habe das ja auch eben schon gesagt, es ist meine persönliche Auffassung eines richtigen Supercars mal in Lego und ich habe mir immer gewünscht, dass Lego mal so ein Auto rausbringt, was mir richtig Freude macht beim Bauen und beim und beim Hinstellen, beim jedes Mal wieder angucken. Und dieses Mal haben sie es hundertprozentig geschafft. Also danke Lego für dieses Auto. Ich finde das unfassbar toll. Gebt eurem Designer mal einen von mir aus. Das ist einfach nur toll. Das ist klasse. Wir haben hier drüben diese Akzente mit dem Orange. Alleine das zeigt schon wieder, wie viel Liebe zum Detail hier drauf ist. Jetzt aber kurz zu dem Punkt. Braucht man die Sticker wirklich? Wir haben insgesamt 20 Sticker. Wir haben ja einen wirklich vollen Stickerbogen. Und ihr seht schon hier die Nummer 20. Das ist nicht gerade einladend. Das heißt, für das Anbringen der Sticker hätte ich jetzt wahrscheinlich nochmal 20 bis 30 Minuten mehr gebraucht, als ich sowieso schon gebraucht habe für das Zusammenstecken dieses Sets. Es ist gesagt, dass wirklich an so ziemlich jedes Teil, was hier außen zu sehen ist, ein Sticker rankommt. Hier, 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 an den Seiten. Hier unten kommt ein Sticker ran. Hier vorne, da drauf, vorne, hier. Also wirklich ganz, ganz oft. Ich weiß es nicht. Also ich persönlich, ich finde, es reicht. Also es reicht aus. Dieses Auto sieht so sehr, sehr schön aus. Wenn man ein paar mehr Details haben möchte, wenn man hier unten noch ein kleines Gitterrost haben möchte oder hier hinten noch ein paar orange Details, hier drauf noch, ich glaube, grau oder oranges Detail kommt da auch noch rauf. Ja, dann vielleicht. Dazu sei aber gesagt, dass die Sticker vielleicht eventuell nicht so lange halten. Ihr kennt das Problem, also wenn man Lego-Fan ist, kennt man das Problem, dass Sticker manchmal den Geist aufgeben nach ein paar Jahren und das finde ich persönlich sehr, sehr schade. Und da dieses Set halt wirklich ein Set ist, was aus, ja, fast nur Stickern besteht, würde das dann wahrscheinlich irgendwann ziemlich komisch aussehen, wenn sich so langsam alle Sticker lösen und man dann mit so einem halben Set nur noch dasteht oder die eine Hälfte ist noch beklebt, die andere nicht. Finde ich, sieht komisch aus. Von mir gibt es daher den Rat. Ich würde euch empfehlen, diese Sticker wegzulassen oder wirklich nur die Sticker anzubringen, die ihr persönlich für wichtig erachtet. Das geht mir mit allen Speed Champions so. Ich habe ja jetzt auch noch diesen Ferrari F40 mir gekauft. Da geht es mir ähnlich. Ich habe den auch ohne Sticker aufgebaut. Ich finde es einfach ohne Sticker ein bisschen schöner. Damit würde ich sagen, war es das hier mit diesem Video. Ich danke euch ganz, ganz herzlich fürs Zuschauen. Schreibt mir mal gerne eure Meinung zu dem Set ohne Sticker in die Kommentare, ob ihr das mit oder ohne Sticker besser findet oder was ihr daran besser findet. Würde mich mal sehr interessieren. Ansonsten danke euch ganz, ganz herzlich fürs Zuschauen. Mein Name ist Patrick und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dann, haut rein und ciao.